Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Batman Arkham Origins. Und das muss ich jetzt vorher noch kurz sagen. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge haben wir aufgehört bei diesem Turm hier. Da war dieser Lüftungsschacht, wo wir nicht reinkamen. Und ich habe mal gegoogelt ein bisschen und in diversen Foren steht, dass das ein Bug ist. Also es ist anscheinend ein Spielfehler, dass man da nicht reinkommen kann. Dass Batman da einfach hängen bleibt. Es soll anscheinend auch noch irgendwo noch so einen Schacht geben, wo man nicht reinkommt. Sehr, sehr ärgerlich. Anscheinend auch nur auf der PC-Version. Die Konsolen haben da anscheinend kein Problem mit. Dementsprechend ist halt wirklich jetzt schade, muss auf den Patch gewartet werden. Ich hoffe mal, der kommt jetzt auch bald. Weil es halt, ne, das geht halt nicht. Dass man ein Spiel raushaut und dann so ein Graf, das ist ja keine Kleinigkeit. Das ist ja wirklich ein Spielelement, was jetzt flöten geht, weil den Turm braucht man halt, um das Gebiet freizuschalten. Alfred, ich rede gerade. Sie müssen einen Weg finden, unbemerkt hineinzukommen. Sonst schaffen Sie es nie in den Serverraum. Verstanden. Danke. Ich bin ins Wort gefallen. Wie gesagt, ist wirklich ärgerlich und ich hoffe, dass das relativ schnell behoben wird. Also, ihr Menschen, die das programmiert haben, wenn ihr das seht, repariert es. Ich will Batman spielen. Gut, aber jetzt mal wieder zurück zu den wichtigen Sachen. Wir haben hier ein paar Gegner, denen wir jetzt mal ordentlich aufs Maul hauen werden. Und den hole ich mir jetzt am besten mal leise von oben. Den da drüben hole ich mir dann am besten auch einfach. Ich weiß jetzt nur leider nicht, ob die mich von da unten sehen. Das gilt es dann nochmal zuerst herauszufinden. Die stehen natürlich auch sehr geil. Ihr steht echt alle extremst behindert. Wollte ich nur mal so kurz erwähnen, da komme ich nicht rüber, scheiße. Die laufen zusammen, der läuft weg, dann kriege ich den jetzt wahrscheinlich zuerst. Scheiße. Ja, ja, ich bin weg. Ciao, mach's gut. Also den Bug nervt mich wirklich. Das ist unglaublich. Ja, von wem denn sonst? Das ist einer von unseren. Ja. Nee, das ist, ja, ich habe ihn ja auch nicht getötet. Ich hole mir mal ganz kurz das Datenpaket da unten. Wenn ich schon mal hier bin. Okay, der sichert einfach nur die Tür, oder was? Okay. 1, 2, 3, 4. Zustand nervös. Da unten muss ich rein. Okay. Da unten ist noch ein Datenpaket. Das nehme ich gerade mit. Ich meine, wenn ich das schon sehe, kann ich es auch direkt einpacken. Piu! Oh. Moment. Gib es mir. Ach, es war gar kein Datenpaket. Das war so ein... hier so ein Netzwerkteil. So, wo seid ihr denn jetzt? Immer noch da hinten. Na, super. Ach, könnt ihr nicht euch mal verteilen so ein bisschen? Huch, da wollte ich gar nicht hin. Das war jetzt wieder zu weit. Zu viel des Guten. Hä? Ach, ein Verbrechen. Ah ja, korrekt. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal zum Verbrechen. Vielleicht haben die sich bis dahin auch wieder beruhigt hier oben. Ach, da unten. Was macht ihr denn da? Oh Gott, oh Gott. Alle Blocks stehen zur freien Verfügung. Hi. Ich bin der Neue hier im Block. Oh fuck, der hat ein Messer. Wie assi ist das denn? Hör auf damit. Ich will das nicht. Alter, ich spiele mir gerade einen Scheiß zusammen, ist ja mal unglaublich. Moment mal kurz, ich muss mir mal hier Konzentration aneignen. Ist ja schlimm, was ich hier gerade zustande spiele. Das ignorieren wir auch ganz schnell mal. Weil das echt gruselig ist. Das ist einfach dieser Bug, der mich gerade so geärgert hat. Das hatte ich auch im letzten Part schon erwähnt, genau so ein gleiches Ding. Gab es halt auch im ersten Batman, da war es aber Absicht für Leute, die das Spiel gezogen haben, illegal. Da kommt man ab einer Stelle auch nicht mehr durch so einen Ventilator oder durch so einen Lüftungsschacht klettern. Aua. Weil es halt so ein Spielschutz war. Ich sterbe gleich. Das erste Mal, weil ich nicht aufpasse. Die
Scheiße. Wieso blockt der denn nicht? Meine Güte, was machst du denn da, Batman? Du hättest dich stellen sollen, als du noch die Chance hattest. Okay, Jungs. Schaff diesen Dreck hier raus. Meine Güte. Ja, ja, ja. Mann. Ihr habt's gehört, ich habe geblockt, aber anscheinend wollte er das nicht. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, da unten. Sekunde mal, was war das jetzt hier? Das war das Polizeirevier, das war der Datenbetreuer, das war die Abwurfstelle, die ich nicht nutzen kann, weil das da nicht geht. Ja, läuft, dann gehe ich einfach mal so darüber. Probier mal ganz kurz das aus, wenn ich mich jetzt da hinhangel. Kann ich den nicht runterziehen? Gut, das war jetzt überhaupt nicht unauffällig oder so. Ah, Moment, was bist du denn? Ah, ich kann dich hacken. Wo ist denn mein Hacken? Da ist mein Hacken. Okay, erstmal die letzte Seite. Das ergibt gar kein Wort. Letzte Analyse. Okay, ergibt doch ein Wort. Ich nehme alles zurück. Yippie! Nee, ich nehme das nur mit dem Greifhaken raus, weil das ist cooler. Ich benutze doch nicht meine Hände. Wer bin ich denn? Und wo seid ihr, ist die andere Frage. Okay, ich brauche den Scharfschützen auf jeden Fall. Und ich brauche den Typen, der die Tür bewacht. Das ist das geringste Problem. Der da drüben macht mir eher die Probleme, glaube ich. Sekunde. Ich muss das anders regeln. Was ist das? Kann ich das irgendwie benutzen? Ah ne, es sind nur Lampen. Okay. Oh Gott, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Es hätte sein können, dass der Typ mich von der anderen Seite sieht, deswegen war das nicht so klug. Okay, da komme ich nicht rum, oder was? Moment. Nein, nicht hoch! Okay, doch hoch. Okay, so ausschalten ist schon mal super. Lalala. Ach, so. Sorry, aber der hat mich genervt. Ich kann nicht arbeiten, wenn irgendwer ständig mir Granate? Was zur Hölle? Wenn mir ständig einer einen roten Laserpunkt in die Fresse hält. Das geht so nicht. So, jetzt haben wir da noch zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ja, hier oben. Ich frage mich nur gerade, wie ich euch alle ausschalten soll. Ich kann ja einfach... Müsst ihr jetzt alle zusammenlaufen? Ach, lasst das doch einfach mal. Ja, trennt euch, trennt euch. Ja. Aber wenn ich den umhaue und den anfliege. Das hat sich nicht selbst geworfen. Vielleicht klappt das. Okay, jetzt muss ich ganz schnell irgendwo hin und ganz schnell weg. Geil, hat funktioniert. Okay, es heißt 1, 2, wo ist der dritte? Ach, da unten. Geil. Oh Gott, der ist hinter so einem Ding. Ih, der trifft mein Gleittritt nicht. Aber der letzte liegt noch. Der vorletzte. Das gefällt mir. So, jetzt brauche ich noch den letzten Heini, aber der ist, glaube ich, das geringste Problem. Den kann ich mir ja quasi so schon holen. Naja, du wurdest ohnmächtig geschlagen. Und ich habe einen Stufenanstieg, habe ich gerade gesehen. Das würde ich gerne gleich mal ausnutzen. So. Stufenanstieg. Was nehme ich denn? Gibt es hier schon eine schöne Verbesserung? Gezielter Free Flow. Erhöhe deine Schadens... Verlangsame die Zeit, wenn der Kombozähler... 12. Oha.
Den nehme ich gerne. Oder habe ich den jetzt schon? Stopp, halt. Wieso schalte ich den? Wieso habe ich den nicht? Ach, oder habe ich... Hey, ich verstehe es nicht. Ich glaube, den habe ich schon. Moment. Wie sieht denn das aus, wenn ich das schon gekauft habe? Einfach freigeschaltet, ne? Ja, dann habe ich das schon. Spulengeschoss. Ne, den will ich nicht. Da bin ich gegen. Mehr Batarang-Schaden brauche ich auch nicht. Oder doch? Moment, habe ich später 2 und 3 Batarangs. Okay, ich brauche das doch. So. Gut, wir sind also jetzt in dem Polizeigebäude-Gedöns-Dings. Und jetzt gilt es erstmal rauszufinden, wo wir hin müssen. Und was wir hier machen müssen. Key blocked. Ja, ich werde jetzt erstmal öffnen. Oh, darf ich nicht. Aber ich darf hier durch. Sieht auch gar nicht brüchig aus. Hey, hast du das gehört? Ja, wahrscheinlich wieder eine geplatzte Leitung. Oder Batman. Ich würde das gern ansehen, aber weißt du, meine Schicht ist vorbei. Lob hat das verstanden. Aber Gordon spielt nicht... Es wird nicht einfach. Aber wenn ich auf die Verbrecherdatenbank zugreifen und erfahren will, was in den Lacey Towers passiert ist, muss ich den Serverraum finden, ohne entdeckt zu werden. Ja, und da war was und ich will wissen, ob es hier irgendwas gibt. Okay, tut's nicht. Aber ich kann mir einfach nur einen Weg nach oben spannen. Ja, schade. Ich dachte, hier gibt's irgendwie ein cooles Geheimnis oder so, was ich lüften könnte. Aber dann gut, dann halt nicht. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Ach, Gordon. Hallo, Gordon. Ich habe übrigens erst in einer letzten Parts gerallt, dass das Batman-Spiel jetzt ein Prequel ist. Also eine Vorgeschichte, weißt du? Ich dachte mir, hä, warum? Batman tot? Hä, wieso wieder da? Aber nee, ist ja... Ich bin ein Idiot, auf jeden Fall. Wie wir von Wayland Jones erfahren haben, wetteifern sie um ein enormes Kopfgeld. Naja, sie sollten den Tatort... Das ging schnell. Müssen Sie so brutal sein, Sir? Sorry. Angestellte der Stadt. Sie sind so korrupt, wie man sich nur vorstellen kann. Und mir im Weg. Ich wünschte, Sie würden Ihr Vorgehen überdenken. Sie wissen nie, ob Sie Ihre Hilfe noch einmal brauchen. Jedenfalls ist Ihr Ziel der Serverraum. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Nicht in der Hase. Delta 6-1, Kanal 7, bitte. Ja, Delta 6-1, Kanal 7. Die Fledermaus! Na? Ja, die Fledermaus haut jetzt erstmal auf die Nase. So. Ah, cool. Seht ihr? Wanted. Vielleicht erkennt man da ja irgendeinen. Ach, die kommt man nicht so gut nah ran. Cool. Komme ich hier durch? Ja, hier müsste ich durch. Oder hier könnte ich auch durch. Der ist bewaffnet, das gefällt mir nicht. Ach, da komme ich gar nicht durch. Ah. Kluges Spielelement. Ich hab's euch doch gesagt. Ich hab gesehen, was ich gesehen habe. Wer bist du denn? Ich bin jetzt seit 3 Tagen clean. Hab ich doch gesagt. Das Vieh ist aus dem Nichts gekommen. Riesige Flügel und Klauen. Es hatte so Pfeildinger. Hat sie betäubt, diese Drecksäcke. Was labert der? Betäubende Pfeildinger? Denkst du, ich bin bescheuert? Ha? Seh ich wie ein Idiot aus, oder was? Nein, nein. Das hab ich nicht gesagt. Hat auf jeden Fall was eingeworfen. Einer von denen hier verkauft. Auf was auch immer der hier ist. Ja, ja, einen Moment. Das interessiert mich jetzt. Also, lass es uns nochmal durchgehen. Oh, schade. Jetzt erfahre ich nichts mehr. Na gut, jetzt muss ich erstmal hier durch. Und wahrscheinlich irgendwie den Stromkasten hier benutzen. Bei solchen Türen bringt mich mein kryptografischer Sequenzer nicht weiter. Ich muss einen anderen. Ach, da oben. Ich dachte, vielleicht hätte ich irgendwie so ein Elektroschock-Ding, was ich da benutzen kann, aber na gut. Oh, ich hoffe, ich komme da durch jetzt. Ah, oh, gut, kein Bug. Puh. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor diesen Lüftungsschächten, muss ich ehrlich zugeben. Gegen so viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Mit Deathstrokes Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Das sind echt viele.